Herzlich willkommen allen anwesenden Teilnehmern zu der nun folgenden Online-Fortbildung zum Thema Eye-Tracking und Blickverlaufsdarstellung, neue Wege in der neuropsychologischen Diagnostik und Therapie. Mein Name ist Marcel Pochetta. Ich arbeite bei der Firma Tobii Dynavox, dem Hersteller von den Eye-Tracking-Systemen. Und fachlich unterstützt von in der Neuropsychologie werde ich heute von Herrn Dr. Wolfgang Kringler. In dem folgenden Webinar werde ich mich anfänglich auf den technischen Aspekt der Technologie beschränken, das heißt erklären, wie Eye-Tracking funktioniert. Und Herr Dr. Wolfgang Klüngler wird dann eben den Weg in die neuropsychologische Praxis darstellen und eben verschiedene Beispiele auch ansprechen. Und der Plan des heutigen Webinars ist es, dass Sie dann einmal verstehen, wie Eye-Tracking als solches funktioniert und welche Einsatzmöglichkeiten es hierfür in der neuropsychologischen Praxis gibt. Kommen wir zur Funktionsweise von Eye-Tracking. Damit man verstehen kann, ist es einfach wichtig, auch zu erklären, was die Definition bedeutet. Eye-Tracking als solches steht für die sogenannte Blickverlaufserforschung. Das heißt, den Blickverlauf als solches auch erfassen des menschlichen Auges. Gaze Interaction als solches ist die sogenannte Augensteuerung. Das bedeutet im Detail, dass Eye-Tracking als solches die Technologie darstellt, die es dem Computer ermöglicht, zu erkennen, wo der Anwender, der sich vor dem Computer und vor dem Eye-Tracker befindet, exakt auf dem Computerbildschirm hinblickt. Und diese Technologie kann man im Prinzip auf zweierlei Arten eben wirklich nutzbar machen. Einmal kann man die Technik nutzen, um mit einem Computer zu interagieren oder diesen zu kontrollieren. Das ist die eigentliche Augensteuerung. Das heißt, hier auch der größte Einsatzbereich der Technologie bei Tobii Dynavox im Bereich der Menschen mit Behinderung, die eben nicht in der Lage sind, ihren Computer über Tastatur und Maus zu kontrollieren. Das ist dann über Eye-Tracking eine Option. Und der zweite Nutzen für diese Technik ist eben, um zu studieren und aufzeichnen zu können, was eine Person auf dem Computerbildschirm betrachtet. Hier rechts ein Bild von den Kollegen von Tobii Pro aus dem Bereich der Forschung. Wie funktioniert das nun? Um das auch zu verstehen, ist es wichtig, dass wir uns einmal das menschliche Auge im Querschnitt betrachten. Hier hinten auf der Netzhaut befindet sich relativ gesehen in der Mitte zentral die sogenannte Fovea centralis. Das ist die Sehgrube. Das ist eine im Zentrum des sogenannten gelben Fleckes gelegene Einsenkung, die bei Menschen einen Durchmesser von circa 1,5 Millimeter hat. Sie ist der schärfste Bereich des Sehens der Netzhaut, liegt aber nicht immer zentral hinten auf der Netzhaut, sondern variiert in der Position. Und das eben auch schon zwischen linkem und rechtem Auge des Menschen, aber eben auch von einer Person zur anderen. Beim Eye-Tracking jetzt als solches kann man eben das erfassen und eben über die Technik berechnen, was letzten Endes sogenannt in der Fovea zu liegen kommt. Das heißt, wenn wir mit unserem Auge ein Objekt betrachten, dann fixieren wir die genauer zu erfassenden Teile des Objektes nacheinander so, dass die Details jeweils bei uns eben in der Fovea centralis zu liegen kommen. Dieser Bereich, den man betrachtet, ist die sogenannte Area of Interest. Das heißt, bei Betrachtungen fokussieren wir nur einen Bruchteil des Sichtfeldes und auch nur diese Informationen können letzten Endes gesammelt und ausgewertet werden. Als Hintergrund, das menschliche Sichtfeld umfasst etwa 180 bis 220 Grad in horizontaler Richtung und etwa 60 in vertikaler Richtung nach oben bzw. 70 Grad nach unten. Der sogenannte foveare Sehbereich entspricht hierbei nur etwa 1 bis 2 Grad des menschlichen Sichtfeldes. Und das ist in Abhängigkeit vom Abstand vor dem Computerbildschirm, was in Ende einer Armlänge ungefähr entspricht, etwa eine daumennagelgroße Fläche. Und auch nur dieses, in Anführungsstrichen, Sehen ist wirklich über Eye-Tracking auch erfassbar. Die über die Fovea wahrgenommene Information entspricht mehr als 50% dessen, was über den optischen Nerv an das Gehirn gesendet wird. Das periphere Sehen als solches dient hauptsächlich zur Wahrnehmung von Bewegungen und Kontrasten. In diesem Bild hier betrachtet diese Person hier ein Bild, sieht so aus wie auf Santorini. Das heißt, man hat hier einmal eine entsprechende Fixation. Eine Blicksaccade, nächste Fixation, Blicksaccade und dergleichen. Das heißt, wir fixieren eben hierbei wirklich
die relevanten Dinge, die unsere Aufmerksamkeit erregen. Und die gesamte Szenerie kann dann eben in unserem visuellen Kortex über die Informationen aus den Einzelfixationen konstruiert werden. Für das Eye-Tracking als solches werden in, je nachdem welcher Hersteller es ist, eben eine oder mehrere Lichtquellen verwendet im infrarotnahen Bereich, bei Tobii Dynavox im Bereich von etwa 850 Nanometern. Dieses Licht wird vom Eye-Tracker ausgesendet, wie wir es hier unten bei dem Beispiel sehen, bei dem kleinen Mädchen im Rollstuhl vor einem Kommunikationsgerät mit Eye-Tracking. Das heißt, dieses Licht, was ausgesendet wird, erzeugt auf der Hornhaut und auf der Pupille bestimmte Reflexionen, sogenannte Glints. Und Kameras, die in den Eye-Trackern verbaut sind, machen mit hoher Abtastfrequenz Fotos vom Auge. Das heißt, diese Reflexion und die Informationen werden erfasst. Und dann kann der Eye-Tracker letzten Endes berechnen, wo auf dem Computerbildschirm ich exakt hinblicke. Hierzu wird komplexe Bildverarbeitung verwendet und verschiedene Modelle des Auges mit einbezogen, um den Blickpunkt genau berechnen zu können. Bei den Tobii Dynavox Eye-Trackern werden 5 mathematische Modelle des Auges verwendet. Eines der wichtigsten ist hierbei zur Ermittlung der Position der Augen das dreidimensionale Modell des Auges. Berechnung der genauen Blickpunkte. Es werden Informationen auch zur physischen Beschaffenheit der Augen erfasst, und auch Informationen zur Lichtbrechung und Reflexion. Das können schon Faktoren sein, wie auch, ob jemand trockene Augen, feuchte Augen hat, eine Brille trägt. All das sind Informationen, die letzten Endes für den Eye-Tracker relevant sind, um eben eine hohe Genauigkeit auch zu erreichen. Wie angesprochen, befindet sich die Fovea centralis nicht immer zentral hinten auf der Netzhaut. Und damit der Eye-Tracker das individuelle Reflexionsmuster, was von den Augen auch kommt, entsprechend auch für die genaue Berechnung verwenden kann, muss anfänglich einmal eben eine Kalibrierung durchgeführt werden. Und eine Kalibrierung stimmt hierbei die Unterschiede unserer physischen Augenbewegungen mit denen unseres zentralen Blickfeldes ab. Das heißt, es wird einmalig, wenn ein Patient kommt, individuell kalibriert, um eben diese Anpassungen im Hinblick auf die Genauigkeit basierend auf das individuelle Auge auch machen zu können. Wie angesprochen, werden verschiedene Eigenschaften der Augen des Nutzers dabei auch gemessen und in die Kalkulation mit einbezogen, wie eben Form, Informationen zur Lichtbrechung, Eigenschaften der Reflexion und weitere. Und diese Informationen werden dann zusammen mit dem internen dreidimensionalen Modell genutzt, um die Blickdaten zu berechnen. Dabei werden eben zahlreiche Bilder auch von den Augen gesammelt und entsprechend analysiert. Und bei der Kalibrierung läuft es so ab, dass während der aktiven Kalibrierung bestimmte Punkte auf dem Bildschirm betrachtet werden. Und bei diesen Punkten erfasst der Eye-Tracker eben die Augen und die Reflexionen und sammelt somit relevante Daten. Und es gibt hier verschiedene Methoden der Kalibrierung. Einmal eine einfache Kalibrierung, so wie wir es hier auf der rechten Seite sehen, und eine automatische genaue. Bei der einfachen gibt es die Möglichkeit, bei einem Punkt zu kalibrieren, 2, 5 oder 9. Und bei der automatischen einfachen Kalibrierung, genauen Kalibrierung werden eben 7 Punkte verwendet. Und einfacher kann man sagen, je mehr Punkte erfasst werden, desto mehr Daten hat der Eye-Tracker zur Verfügung und desto genauer erfolgt die entsprechende Berechnung. Wenn wir uns das jetzt hier einmal live angucken, ein Beispiel für eine Kalibrierung, so hat man hier auch noch den entsprechenden Erfassungsbereich. Das heißt, hier wird mir angezeigt, ob meine Augen erfasst werden können und anhand dieser farblichen Leiste auch, in welchem Abstand ich mich befinde. Das kleine Dreieck hier im grünlichen Bereich zeigt an, dass ich in diesem Moment eben richtig positioniert bin. Wenn nun die Kalibrierung startet, das ist jetzt das Beispiel der automatischen 7-Punkt-Kalibrierung, so wird anfänglich auch nochmal der Track-Status, also die Erfassung der Augen gezeigt, ob die Augen denn auch richtig erfasst werden. Und nun startet die Kalibrierung in der Art, es erscheinen blaue Punkte auf dem Computerbildschirm und diese betrachte ich so lange, bis die zerplatzen. Und das Gute ist, dass die Kalibrierung bei dieser Art der Kalibrierung eben wirklich erst startet in dem Moment, wenn ich aktiv auf diesen Punkt blicke. Wenn ich woanders hinblicke, startet die Kalibrierung nicht und somit habe ich eben wirklich die entsprechende Datenerfassung des Eye-Trackers auch wirklich, wenn ich meinen Blick
auf den Kalibrierungspunkten habe. Das heißt, Kalibrierung war in diesem Fall erfolgreich und ich bekomme entsprechend der Position der Kalibrierungspunkte dann auch das Kalibrierungsergebnis angezeigt, so wie wir es von der Ampel her kennen, in drei Farben. Grüne Kalibrierung heißt hervorragend, gelbe Kalibrierung ist eine gute Kalibrierung und rot ist eine ausreichende Kalibrierung und damit kann ich im Endeffekt dann auch direkt weitermachen. Jeder Blickpunkt wird von den einzelnen Kalibrierungspunkten individuell berechnet und man hat neben dieser Darstellung des Ergebnisses der Kalibrierung, wie gerade gezeigt, in Form von Ampelfarben auch noch eine Kalibrierungsmatrix, die ich jetzt hier mal zeige. Und zwar sehen wir hier bestimmte Kreise auf dem Computerbildschirm und dieser blaue Kreis in der Mitte, das ist der entsprechende Blickpunkt, den der Eye-Tracker von meinen Augen berechnet. Und ich kann damit direkt auf einer Live-Oberfläche eben betrachten, wie genau mein Kalibrierungsergebnis ist, was für mich dann eben entsprechend auch relevant ist, wenn es jetzt bei einem Patienten eine gewisse Abweichung gibt. Und ich verwende anschließend zum Beispiel eine Vorlage wie den Belz-Test und habe aber bei dem Patienten 3 oder 4 Zentimeter Abweichung, weil es aufgrund von verschiedenen Faktoren vielleicht nicht gut geklappt hat, eine besonders gute Kalibrierung hinzubekommen, dann sehe ich hier eben direkt die Abweichung, was mir dann natürlich auch ermöglicht, dass ich entsprechende Vorlagen oder Programme verwende später, um mit dieser Toleranz oder mit dieser Abweichung auch gut klarzukommen. Es stehen verschiedene Anpassungen und Einstellungsmöglichkeiten der Kalibrierung zur Verfügung. So ist es zum Beispiel möglich, Profile anzulegen und zu verwalten. Das heißt, wenn Sie verschiedene Patienten in der Therapie haben, bei denen Sie Eye-Tracking auch verwenden möchten, so reicht es, wenn Sie für jeden Patienten ein Profil anlegen, einmal kalibrieren und wenn der Patient dann für die nächste Therapiestunde zu Ihnen kommt, reicht es, wenn Sie dieses Profil dann letzten Endes in der Software aktivieren und somit können Sie direkt mit dem Patienten loslegen, ohne erneut kalibrieren zu müssen. Die Möglichkeit, einfach oder genau zu kalibrieren. Möglich ist es auch einzustellen, ob ich nur ein Auge erfasse oder ob ich Informationen von beiden Augen erfassen möchte. Und diese blauen Punkte, die wir gerade gesehen haben bei der Kalibrierung als solches, werden als Stimulus bezeichnet. Und man hat bei der einfachen Kalibrierung hier auch die Möglichkeit, Fotos oder Videosequenzen als Stimulus am Computerbildschirm darzustellen, die dann der Patient entsprechend bei der Kalibrierung zu betrachten hat. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, eine manuelle Kalibrierung durchzuführen bei den Patienten, bei denen es schwierig ist, die Aufmerksamkeit in dem Moment wirklich auf einen bestimmten Bildschirmbereich zu legen. So haben Sie es eben über Zuhilfenahme der Tastatur selbst in der Hand festzulegen, wenn der Patient den Bildschirm betrachtet, den Bildschirmpunkt, dann durch Auslösen über die Taste S die Kalibrierung zu starten. Die Software, die bei den Eye-Trackern grundsätzlich verfügbar ist, die auch im Lieferumfang einfach mit dabei ist, ist die Software Gazepoint. Diese ermöglicht es einmal einen Linksklick auszuführen und den Mauscursor mit den Augen zu steuern. Ich kann hierbei entweder einstellen über das rote Feld Gazepoint aktivieren oder die Maussteuerung oder die Cursorsteuerung entsprechend pausieren, den Cursor einblenden oder ausblenden und ob ich einen Linksklick ausführen möchte mit den Augen oder nicht. Dabei ist es in der Regel so, dass man eine gewisse Verweildauer definiert, wie lange ich auf einen bestimmten Bildschirmbereich blicken muss, bis der entsprechende Linksklick ausgeführt wird. Über das Feld Einstellungen komme ich in die entsprechenden Einstellungen, wo ich eben auch Kalibrierung und das, was ich gerade gezeigt habe, eben auch durchführen kann. Der Vollständigkeit halber, wie vorhin auch gezeigt, die Möglichkeit der vollständigen Interaktion mit dem Computer wird ermöglicht durch eine Software, die heißt Windows Control. Dabei habe ich dann die Möglichkeit, alle Befehle, die wir von Tastatur und Maus her kennen, alleine mit Hilfe der Augen auszuführen. Das heißt, auf dem Computerbildschirm, wenn die Software gestartet ist, erscheint auf der rechten Seite eine Menüleiste, wo ich die verschiedenen Aktionen oder Befehle, die ich ausführen möchte, dort hinterlegen kann. Und hier kann ich dann eben nun Objekte verschieben, scrollen, einfacher Linksklick. Ich komme in ein Verknüpfungsmenü, wo ich bestimmte Shortcuts ausführen kann, wie Lautstärke einfach verändern, Programme schließen oder öffnen. Ich kann einen einfachen Rechtsklick ausführen, einen doppelten Linksklick, eine Bildschirmtastatur nutzen, um eben auch Text einzugeben. Und damit habe ich eben die Möglichkeit, ohne Zuhilfenahme meiner Hände, all das mit dem Computer zu tun, was wir eben von Tastatur und Maus her kennen. Das heißt, Windows Control ermöglicht ein Bedienen des Computers mit Hilfe der Augen, ersetzt die Funktionen von Tastatur und Maus
und bietet damit eben alle Szenarien abzudecken hinsichtlich der Nutzung, die wir auch haben. Zusätzlich dazu durch ein beigefügtes Infrarotsignal, also ein Infrarotsignalgeber, auch die Möglichkeit, Geräte, die sich in der Umgebung befinden, über Infrarotsignale zu steuern, eben wie zum Beispiel Fernseher, DVD-Player oder auch durch entsprechende Modifikationen auch die Möglichkeit, Lichter selbstständig außen einzuschalten. Das alles ist darüber möglich. Das Thema des heutigen Webinars ist eben die Blickverlaufsaufzeichnung, auch im Zusammenhang mit der neuropsychologischen Praxis. Das Tool, was es hier von seitens Tobii Dynavox gibt, ist die Software GazeView. Und mit der kann ich das tun, was man jetzt in dem folgenden Video sieht. Das heißt, ich habe damit die Möglichkeit, mir darstellen zu lassen, wo jemand auf dem Computerbildschirm hinblickt. Und hierbei gibt es jetzt zwei verschiedene Arten der Darstellung. Einmal diese bläulichen Punkte, das sind die sogenannten Gazeplots oder auf Deutsch Blickverlaufspfade. Das heißt, jeder blaue Punkt steht für eine einzelne Fixation. Saccade, zweite Fixation, dritte Fixation. Hier wird in den blauen Kreisen durch Zahlen eben auch die Reihenfolge ersichtlich. Das heißt, das ist eine Methode der Darstellungen, wenn es darum geht, bestimmte Herangehensweisen an Aufgaben festzustellen, ob jemand strukturiert auf dem Bildschirm exploriert, ob jemand willkürlich exploriert. Das heißt, ich sehe hier die genaue Blickreihenfolge und je größer diese Punkte dargestellt sind, desto länger war relativ gesehen die Verweildauer auf diesem Punkt. Die zweite Art der Darstellung sind diese sogenannten Heatmaps, also diese grünlich-gelblichen Punkte. Diese zeigen mir anhand der Färbung an, wo ich länger verweilt bin oder verweilt habe mit meinem Blick. Das heißt, je größer und rötlicher diese Punkte sind, desto länger war die Verweildauer hier. Bei der Methode sehe ich allerdings nicht, in welcher Reihenfolge jetzt fixiert wurde. Das heißt, das ist essentiell eine Option, wenn es nur darum geht, um festzustellen, ob jemand bestimmte Details oder Bildschirmbereiche eben überhaupt erfassen kann oder eben erfasst hat. Das heißt, GazeViewer beinhaltet ein bearbeitbares, speicherbares Playback mit den Hitzekarten, diesen grünlich-gelblich-rötlichen Punkten, den blauen Blickverlaufsfaden und man hat auch die Möglichkeit, sich Live-Blickdaten anzublicken oder anzugucken. Das bedeutet, wenn mein Patient auf dem Computerbildschirm blickt, haben Sie eben entsprechend die Möglichkeit, sich ein kleines Feedback anzeigen zu lassen, wo die Person in diesem Moment auf dem Computerbildschirm hinblickt. Das heißt, das bedeutet, wenn Sie jemandem zum Beispiel eine Aufgabe erklären, können Sie direkt auch sehen, ob er Ihren Blick mit seinem Blick auch ihren Informationen folgt. Und wenn er jetzt aber einen anderen Bildschirmbereich betrachtet, haben Sie dann direkt die Möglichkeit, das zu erfassen und den Patienten dann auch wieder dorthin zurückzuholen, wo Sie sich thematisch eben gerade befinden. GazeView läuft auf dem Computerbildschirm im Prinzip mit allem, was am Computer genutzt werden kann, also Bilder, Softwareanwendungen, bewegte Bilder, YouTube, was man eben verwenden möchte. Und es wird damit auch das aufgezeichnet, was auf dem Computer gemacht wird. Und damit kann ich GazeView eben nutzen, bei psychologischen oder neuropsychologischen Fragestellungen, um Therapiesitzungen aufzuzeichnen oder als Hilfe bei Diagnosestellungen, Möglichkeit der Darstellungen der Beobachtenden und auch auf einfache und verständliche Art und Weise für Patienten und Familie und Überprüfen auch von Verständnis. An Schulen kann ich es einsetzen, um zum Beispiel Leseverständnis zu überprüfen oder auch bei Lernschwierigkeiten. Oder es kann dabei helfen, Gutachten zu erstellen und belegen zu können, was kann ein Patient, was kann ein Patient nicht, vielleicht auch in dem Zusammenhang mit Verlängerungsanträgen oder allgemein Beurteilung auch von kognitiven Fähigkeiten, vieles mehr. Letzten Endes ist GazeView ein Erhebungswerkzeug. Man hat keinen Zugang zu statistischen Daten, also zu absoluten Zahlen. Das, was ich gezeigt habe, was GazeView kann, das sieht man hier auch in dem einfachen Bedienfenster. Das heißt, ich kann hier einmal durch Klicken auf dieses Feld die Blickaufzeichnung starten mit Ton. Das heißt, hier wird das im Computer eingebaute Mikrofon zur Hilfe genommen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man aktiv Aufgaben an den Patienten richten kann. Ich höre dann in der Aufnahme anschließend auch meine Aufforderung und kann direkt durch die Blickreaktion eben auch sehen, ob der Patient es gehört, erfasst hat und ob er das entsprechende Detail, was ich ihm genannt habe, zu betrachten, zum Beispiel auch betrachtet hat. Man hat die Möglichkeit, durch Klicken dieses Feldes hier nur Blickdaten aufzuzeichnen und hier eben dieses Live-Feedback, diese Live-Echtzeit-Blickdaten anzuschalten. GazeView ermöglicht eine gezielte Förderung und Reaktion auf Veränderungen, auch in der direkten Kommunikation mit dem Patienten.
ist für verschiedene Berufsgruppen geeignet und praktisch für alle die, die ein Interesse daran haben, etwas über das Blickverhalten zu erfahren, und für die es hilfreich ist. Es zeichnet sich eben auch aufgrund dieser einfachen Menüführung durch eine einfache Handhabung aus. Die Daten werden als Hitzekarten oder Blicksverlaufspfade in sehr einfacher Art und Weise dargestellt. Und das Gute ist, dadurch, dass es im Prinzip mit allem auf dem Computer läuft, wird von uns als Hersteller nicht festgelegt, welche Tests oder Software Sie im Alltag verwenden, sondern Sie verwenden das, was Sie eben für die individuellen Patienten am besten finden. Und in dem Moment würde ich jetzt zu Herrn Dr. Kringler übergeben und er wird Ihnen jetzt eben praktische Beispiele aus dem neuropsychologischen Alltag darstellen. So, Wolfgang, du bist jetzt auch laut gestellt und wir sehen auch schon deinen Computerbildschirm. Okay, prima. Ja, Wolfgang Kringler, vielen Dank für die Teilnahme. Ich hoffe, ich kann die nächste Hälfte gut und interessant füllen. Also sprechen wollen wir über praktische Sachen in der neuropsychologischen Diagnostik und Therapie. Ist an verschiedenen Beispielen zur beruflichen Reha, zu Malingering oder Simulation und zu einem Neglect-Patienten natürlich. In der Literatur, in der neuropsychologischen, hier dieses klassische Lehrbuch von Hartje und Pöck, gibt es schon vor über 10 Jahren, 2006, einen Hinweis, dass da steht, mit Blickbewegungsuntersuchungen untersucht man Augenbewegungen, ne, bei verschiedenen Prozeduren, und die Untersuchung von Blickbewegungen kann Rückschlüsse auf kognitive und Aufmerksamkeitsprozesse geben. Also wichtig ist die Operationalisierung dabei. Und im Lehrbuch von 2009 ist die Technik zwar noch sehr antik dargestellt. Wir haben ja gerade gesehen, das geht sehr viel frischer. Aber die Daten, die gezeigt werden, zum Beispiel hier auch im Neglect-Kapitel von Karnath, ist einfach, hier ist dieses Bild oder etwas größer dargestellt, dieses Bild. Aber die Suchbewegungen des Neglect-Patienten befinden sich nur im rechten Raum. Der linke Raum, zum Beispiel diese Person hier, wird durch die Erkrankung bedingt gar nicht beachtet. Und ich komme später an einem Neglect-Beispiel von dem Patienten noch dazu. Und auch im gleichen Lehrbuch kann man sehen, wie zum Beispiel nicht nur für den Neglect-Bereich, sondern auch für den Logikbereich, also die exekutiven Funktionen, wie man es bei gesunden Personen sieht, wie gesunde Personen hier in A die Grafik mit den verschiedenen Personen betrachten oder eben wie Patienten, die nicht gesund sind, etwas merkwürdig oder hier völlig chaotisch und nicht zielgerichtet das Bild explorieren. Und daraus zieht man dann seine entsprechenden Schlüsse in der Neuropsychologie. Ne? Hier nochmal näher dargestellt. Wenn man eine erste Zusammenfassung oder einen ersten Überblick gibt, dann sind natürlich beim Eye-Tracking, wie der Name schon sagt, Eye, das Sehen als typischer Anwendungsbereich zu sehen, also typische Bereiche wie Hemianopsie oder Varianten davon, also Quadrantenanopsie oder Hemianopenlesestörung, der Neglect oder allgemein die Saccadenführung, Fusionssehen und Augenfolgebewegung, also immer in die erwarteten Bereiche beziehungsweise die Abweichungen erwarteter Bereich und tatsächlicher Bereich. Man kann aber auch verschiedene Anwendungen, andere Anwendungsbereiche damit untersuchen beziehungsweise die Technik zusätzlich anwenden, nämlich im Bereich Aufmerksamkeit oder Systematik beobachten, wie geht ein Patient an bestimmte Sachen heran oder wie kodiert er, wie betrachtet er bestimmte Dinge, wenn es um Gedächtnisaspekte geht, wie ist es mit der Sprache. Wir sehen gleich das Vorlesen eines Patienten, ob er zum Beispiel beim Lesen den Zeilenanfang findet, ob er sich verhaspelt, ob das Lesetempo stimmt und so weiter. Exekutive Funktionen, kommt nachher ein Beispiel aus dem beruflichen Bereich, wie man es dafür als Argumentationsbasis ganz gut nehmen kann. Adipositas ist ein interessanter Bereich, beispielsweise bei uns im Haus ist eine Adipositas-Gruppe und wir nehmen dieses Eye-Tracking zusammen auch mit Biofeedback kombiniert, wenn Patienten zum Beispiel für den Kampf am Regal, den sie ja gewinnen sollen, zum Beispiel sich mit der Pizzaschachtel oder mit einer Milchschnitte auseinandersetzen, kann man ziemlich genau sehen, wo sie gerade hingucken, zum Beispiel auf den Anbiss der Milchschnitte oder auf den Käsebelag oder den Pizzarand und so weiter. Und man ist dadurch sehr viel leichter im Gespräch. Das heißt, Krankheitseinsicht oder ein subjektives Krankheitsmodell wird sehr viel klarer, sehr viel offensichtlicher, auch wenn die deutsche Sprache
nicht immer astrein ist oder wenn zum Beispiel Aphasie oder Sprachdefizite im Hintergrund stecken. Man sieht schneller Therapieoptionen, auch für Angehörige ziemlich schnell erkennbar und man kommt dadurch relativ schnell, relativ offensichtlich in der ganzen Therapieprozedur weiter. Ja. Also wichtig ist dabei die Operationalisierung. Keine Sorge, wir müssen nicht alles durchlesen. Aber das Explorationsverhalten ist natürlich wichtig. Die Anzahl der Sakkaden, das sind die blauen Punkte mit den Beschriftungen, wie Sie ja gerade gesehen haben. Und das Erkundungsverhalten, ob es sich wiederholt oder perseveriert, das sieht man dann an den Hitzekarten. Ob die Karten sozusagen die Farben grün bleiben, also nur eine kurze Fixierung, oder ob sie sehr viel länger fixieren. Ja. Was wichtig ist, das habe ich in Blau nochmal angekreist, das subjektive Modell, das ist für die Therapiestrategie natürlich wichtig. Und was einen Hinzugewinn bekommt oder ein größeres Gewicht, ist die Prozedur. Ja, das heißt, wie verhält sich der Patient bei der Untersuchung oder auch bei der Therapie? Wie kann ich den Verlauf dokumentieren, beispielsweise bei einem Neglect-Patienten? Wo exploriert er zuerst? Wo beginnt er? Wo hört er auf? Und ist das Ganze schon sehr viel strategisch besser nachvollziehbar und viel strukturierter, so wie man versucht, als Therapeut ihm das ja in der Therapie nahezubringen? Und wie gelingt dann der Transfer in den Alltag? Ganz nebenbei ist es natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal für eine Klinik oder Praxiseinrichtung, weil das noch nicht so verbreitet ist, aber man mit relativ wenig Aufwand sehr schnell die Informationen gut aufbereiten kann. Ne? Etwas höher fällt mir gerade hier auf, habe ich natürlich hingeschrieben, Schönreden, Parteinahme, Reaktanz oder Bagatellisieren, besonders der Angehörigen wird relativiert. Das heißt, so Sprüche, wie wir aus der Praxis kennen, ach was, das kann doch gar nicht sein, oder ach, der ist doch schon recht weit, gucken Sie mal, jetzt guckt er doch nach links, zum Beispiel von Neglect-Patienten, kann man dann relativ gut relativieren und sagen, also wir müssen noch mehr arbeiten, wir brauchen eine Verlängerung, oder bitte als Angehöriger, wir versuchen jetzt mal die Rolle des Co-Therapeuten, und dann kriegt der Angehörige am Beispiel des Videofilms über die Explorationsleistung auch ein eigenes subjektives Modell über die Erkrankung, die Art, wie sich's auswirkt und natürlich auch, wie er dann als Angehöriger zu Hause noch zum Fortschritt funktionell beitragen kann. Praktische Beispiele gibt es natürlich so, wie hier beispielsweise, das ist auf dem DIN A4-Blatt, DIN A3-Blatt, einfach in verschiedener Reihenfolge Unwörter, oder ich weiß nicht, wie man genau zu sagt, aber Unwörter abgedruckt sind, die man genau lesen muss. Und man würde hier, wenn es mit dem Sehen Schwierigkeiten gibt, eine Konfabulationsneigung erkennen. Das kann man einmal hier auf A3-Papier machen, praktisch, oder man kann es auch am Computer abbilden. Ne? Dafür gibt es beispielsweise von Herrn Kerkhoff sogenannte Saarbrücker Lesetexte. Und diese Saarbrücker Lesetexte sind natürlich gut elaboriert und sehen dann als praktisches Beispiel so aus. Also typisch, wenn man jetzt einen Neglect-Patienten nimmt, eingerückt, nicht vorhersehbar. Und hier kann man recht gut sehen, ob ein Patient beispielsweise von hier den Zeilensprung auf die linke Seite findet und wenn er hier abgelenkt ist, ob er den entsprechend hierhin findet oder nur etwas später. Also das als Beispiel. Oder man kann es auch einfacher nehmen, wenn man gewohntes Material hat, zum Beispiel hier wie aus Reha kommen, eine einfache Geschichte aus verbales Gedächtnis. Und hier hat man auch praktisch den Zeilensprung von hier nach dort. Die Zeilen sind genügend lang, sodass man dann praktisch den Fortschritt der Patienten auch im Verlauf sehen könnte. Oder auch an diesem Beispiel hier, dass man praktisch ähnlich wie bei Memory die Paare entsprechend sucht und danach mit dem Patienten auch beobachten kann, war diese Suchbewegung gezielt und sinnvoll oder war sie eher im Sinne von Trial und Error. Oder auch hier etwas komplexer, ob der Patient, sagen wir mal, von seinem Arbeitsgedächtnis her und von seiner Logik her recht gute Struktur schon besitzt, zum Beispiel Ausschlussverfahren, dass er, wenn er diese Karte hat, zum Beispiel diese Karte und diese Karte schon gar nicht mehr näher ansieht, weil hier dieses grüne B in diesem Beispiel gerade fehlt, oder guckt er wirklich ganz stoisch eine Karte nach der anderen ab und arbeitet sich dadurch voran. Bietet natürlich auch für die Nachbesprechung auch gute Vorlage. Heißt,
Werden die erwarteten Sakkaden bzw. Sakkadenserien auch tatsächlich ausgeführt? Sind sie so logisch strukturiert? Und werden die erwarteten Zielpunkte sofort versus zügig versus mit Korrektur erreicht oder gar nicht erreicht, je nachdem? Gibt es Perseveration, also auch wenn der Patient praktisch hier dieses und dieses und dieses schon mehrmals beobachtet hat, gibt es die immer wieder oder auch nicht? Sind die Sakkaden zufällig? Und wenn er es gefunden hat, wie beispielsweise hier die richtige Lösung, ist es, ne, hier zum Beispiel bricht er dann seine Suche ab oder sucht er nochmal drüber weg und so weiter. Also das sind beispielsweise Operationalisierungen, die man sich zu diesen Beispielen gut vorstellen könnte. Auch hier beispielsweise kann man die Suchbewegung beobachten. In diesem Beispiel, Horus Reacum hier entnommen, ist das H, das gesuchte Zeichen, und der Patient soll quasi hier in der Mitte fixieren und dann entsprechend hier entsprechend explorieren und das H erkennen, und wenn er es erkannt hat, dann entsprechend mit einer Tastaturreaktion quittieren. Und dieses ganze Beispiel kann man unterschiedlich machen für Leute, die zum Beispiel nach links oder nach rechts Gesichtsfeldstörungen haben. So kann man hier beispielsweise den Fokus auf die linke Seite setzen oder auch umgekehrt auf die rechte. Ja, also das heißt, ganz normale Standardsoftware kann man schon relativ gut dafür verwenden. Man kann aber auch zum Beispiel sich selbst mit PowerPoint, so wie diesem Beispiel, links einen Explorationspunkt anbieten und rechts. Der Patient soll dann praktisch einfach nur die Fixation auf die 1 und auf die 2 setzen. Also die Aufgabe hier würde heißen, bitte sehen Sie auf die 1, dann auf die 2, dann wieder auf die 1, dann wieder auf die 2. Und in einem chaotischen Beispiel, so wie bei dem Neglect-Patienten, der noch etwas überschießende Bewegungen hat und es auch nur für eine kurze Weile mit sehr viel Mühe aufbringt, sieht es beispielsweise so aus. Während bei einem anderen Patienten, der das sehr gut macht, das haben wir gestern aufgenommen als Beispiel, sieht es schon sehr viel präziser und geradliniger aus und sehr viel entspannter. Ne? Man sieht den Unterschied zwischen dem und dem bei der einfachen Aufgabe 1-2-1-2. Das Gleiche kann man auch über den anderen Bildschirm insgesamt ziehen. Das heißt, hier haben wir den Bildschirm 1-2-3-4. Die Aufgabe heißt, bitte lesen Sie die Zahlen der Reihenfolge nach vor. Ne? Das ist bei einem Patienten, der noch nicht ganz so weit ist, relativ breite Streuung um die jeweiligen Punkte herum. Und das hier wäre sozusagen ein Idealstandard. Na, man sieht die Ruhe und diese Klarheit, während hier ist noch sehr chaotisch. Ein Beispiel auch beim Lesen. Das ist ein Text aus dem Finauer Buch, Neuropsychologische Reha. Da sind Therapiematerialien enthalten, unter anderem diese Geschichte. Und die kann man dann praktisch sich vom Patienten vorlesen lassen, laut vorlesen, hören wir gleich ein Beispiel. Und hier sieht man, dass die Fixationen schon recht gut laufen, aber auch recht unregelmäßig, während hier zum Beispiel ein Text sehr flüssig und etwas bedächtiger laut vorgelesen wird. Laut vorlesen ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Und ich lasse es mal als Patientenvideo nehmen. So. Man sieht, die Fixation beginnt erstmal auf der rechten Seite, ist ein Patient nach Neglect, nach Verkehrsunfall sehr stark. Auf Hinweis kommt er auf die linke Seite, nur mit Mühe, bleibt er aber nicht lange, driftet gleich wieder auf die rechte Seite ab. Mit Mühe und Überschießen geht er wieder auf die linke Seite hinüber. Man sieht auch an der Zahl, hier beispielsweise 128, sehe ich gerade hier. Also das heißt, allein für die ersten zwei Zahlen braucht er schon 128 Fixationen, völlig chaotisch, überschießend, hin und her. Aber das Lesesinnverständnis ist noch nicht gegeben. Ich lasse Sie mal eben ein paar Sekunden reinhören. Die Aufnahmen, Wolfgang, sind ja über das Webinar hier eigentlich nicht wirklich hörbar. Also man hört den, der da im Hintergrund liest, hört man nicht. Ach nur, so, dass okay. Nur dass du es weißt, ja. Das ist oft schwierig. Ich bin wieder weg. Dann versuche ich mal. Ich habe gerade gehört, es gab kurz ein technisches Problem. Probier mal dieses Videoformat.
Nee, auch kein Ton. Der Ton wird vom Computer, wenn der ausgegeben wird bei GoToWebinar, oft als Störgeräusch rausgefiltert, damit man uns Ah, eben gut hört. ja. Ah, gut, okay, da müssen wir mal gucken, wie wir das für die Zukunft technisch aufbereiten. Nur, ich meine, wenn ich das jetzt ohne Ton einfach mal ablaufen lasse, dann sieht man relativ gut, dass also von einem strukturierten, sinnerfassenden Lesen nicht mehr gerade die Rede sein kann. Und wenn, ich habe das der Mutter des Patienten vorgespielt und die hat natürlich gleich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh je, wenn ich eben den Text lese und er sieht so friedlich auf den Text drauf, dann versteht er ja eigentlich gar nichts. Und dann haben wir natürlich auch Strategien nachher besprochen, wie man zum Beispiel Fragen stellen kann, dass der Patient nicht nur mit ja, im gewünschten, sozial erwünschten Sinne antwortet, sondern auch tatsächlich sich mehr Mühe geben soll. Ja, das war eigentlich innerhalb von Sekunden der Mutter klar. Okay, ich beende mal die Aufnahme und gehe wieder zurück zum Text. Das ist diese Geschichte. Und ne, da ist das Therapiemanual. Genauer kennen wahrscheinlich die meisten. Und in diesem Manual gibt es auch beispielsweise eine Übung für den Bildervergleich. Ne, hier links sieht man diesen Bildervergleich, der ist relativ strukturiert erfolgt. Man sieht, dass da viele Links-Rechts-Verbindungen sind und dann der Reihe nach durch. Wir machen es hier im Haus, dass man sagt, das Bild wird erstmal angesehen und nachher später aus dem Gedächtnis heraus nochmal angesehen, also nicht angestrichen. Und dann kann man vergleichen, ob die Fehler relativ flüssig erkannt werden oder ob sozusagen langsam, mühevoll wieder von vorne begonnen werden muss. Also sprich, ist ein gewisser Erinnerungseffekt da. Das Gleiche geht natürlich auch mit Dingen, die wir aus Rätselbüchern oder anderen Heften oder Wimmelbüchern kennen. Wir hier beispielsweise, wo man gerade, was ich, die Katze oder den Regenschirm oder wen auch immer suchen soll. Oder man kann sich's auch selbst konstruieren mit einer Leseübung, zum Beispiel hier mit Excel, ganz einfach, indem man die Zahlen von 1 bis 50 seriell vorliest. Dann sieht man hier beispielsweise auch, dass also wenn man bei 10 endet, muss man ja auch den Zeilensprung wieder auf die 11 bringen, bei 20 auf die 21 und so weiter. Passiert das strukturiert mit den erwarteten Saccadenfolgen und den Fixationspunkten? Oder gibt es da Schwierigkeiten, wie zum Beispiel ein ganz mühsames Entlanghandeln oder eine Perseveration oder Hilfe suchen? Ja, man sieht, es ist relativ einfach mit Standardmitteln möglich. Oder auch zum Beispiel hier mit verschiedenen Karten, wenn man es etwas anspruchsvoller machen möchte, hier wie bei diesem, die Point of Interest sind die Anzahl der menschlichen Gesichter. Oder es lässt sich natürlich auch in andere Standardsoftware einpacken, wie zum Beispiel Cogback, was die meisten ja wahrscheinlich kennen, oder FreshMinder, oder die Software von Schufried, Cognit Plus beispielsweise, oder auch das Wiener Testsystem. Oder eben auch von Hasometers Reacom. Ne? Ein Beispiel möchte ich noch darstellen am Neglect. Der Patient ist ja gerade schon kurz angeklungen. Was Neglect selber ist, denke ich, wissen die meisten von uns sicher. Ne? Aber was man dazu sagen kann, ist hier aus dem Lehrbuch nochmal, Neglect ist für Angehörige eine nur schwer verständliche Störung. Daher ist es wichtig, die Angehörigen darüber zu informieren, damit sie die Auswirkungen dieser Störung verstehen. So wie gerade schon angesprochen mit der Mutter, ne, die anhand von dem Lesevideo ihres Sohnes sofort erkannt hat, oh je, der ist ja noch gar nicht so weit, wie ich dachte. Also es geht um dieses subjektive Modell, um das Verständnis der Störung, was man auch nachher in der Therapie sehr viel leichter und auch sehr viel präsenter mit einbringen kann. Das macht einem einfach vieles leichter. Ne, beim Neglect nochmal klar der Aspekt, dass also der rechte Greifraum sehr viel präsenter ist und sehr viel mehr exploriert wird, als es bei einer Normalperson der Fall wäre. Im Extremfall sieht man es hier. Der rechte Greifraum ist immer faszinierend, wenn man so Bilder sieht. Der rechte Greifraum ist praktisch schon leer gegessen. Der Patient beschwert sich, er hat auch ein kleines Übergewicht, das heute aber wenig angeboten wäre und man dreht den Teller um und er sagt, oh, prima, Dankeschön. Ja, es gibt ja auch in der Zeitschrift für Neuropsychologie schon eine Weile her, aber eine gute methodische Überstellung, was man als Neglect-Test typischerweise gut geeignet findet. Und da haben ja diese Durchstreichverfahren sehr gut abgeschnitten, was ja auch möglicherweise in der Diagnostik bei uns zum Beispiel ein Standard ist, der Bell's-Test. Hier sieht man markiert 1, 2, 3, 4 die Exploration von rechts.
oder auch, Moment, ich kann es hier beim Albertstest, diese Durchstreichungen von den entsprechenden Linien, ne, rot, blau, grün in dieser Farbgebung. Man sieht rot zunächst, blau und erst nach Hinweis von mir hat der Patient ein bisschen nach links exploriert, aber mehr noch nicht gegeben. Man sieht auch, dass die räumlichen Störungen sehr erheblich sind. Das ist das Abzeichen in der Rayfigur. Oder auch, dass die Orientierung auf dem Blatt Papier, nämlich hier einfach die Buchstaben zu verbinden, A, B, C, D, E und so weiter, völlig chaotisch und unübersichtlich stattfindet. Ja, auch entsprechend natürlich beim Trailmaking-Test die verschiedenen Probleme. Und auch hier diese typischen Behavior- und Inattention-Tests, auch die Abzeichnungsprobleme. So, wenn man das jetzt auf die Praxis dreht, wieder auf dieses 1-2, haben wir das Bild ja gerade schon gesehen, dieses nach der Therapie und in ruhiger Bedingung hat der Patient zwar geschafft, immer die 1 und die 2 abwechselnd zu fixieren, aber man sieht die Streuung und hier dieses Überschießende nach links leicht. Das heißt, hier gibt sich hier viel Mühe und in dem ruhigen Moment von der Therapie schaffte das schon, aber mit Extinktion war das relativ schnell weg. So sieht man beispielsweise hier. Okay, da ist ein Video schwierig. Ich zeige es mal eben kurz. So sieht es als Filmbeobachtung aus. 1-2, den Ton lasse ich einfach mal weg, weil es ja selbsterklärend. Die Aufgabe hieß, bitte fixieren Sie die 1, dann die 2, gucken Sie also abwechselnd 1-2, 1-2. Man sieht, wie viele streuende Bewegungen er hat, wie viel Mühe er hat, obwohl völlig klar ist, wo die Zahlen jeweils auf dem Bildschirm zu finden sind, ist es mehr oder weniger hilflos suchend. Das heißt, die Therapie war bis dahin noch nicht durchgängig erfolgreich. Sie ist noch nicht alltagsrelevant umgesetzt, obwohl er vielleicht in dem einen oder anderen Testverfahren in Ruhe ganz gut klingt. Ja, die Frage hier, Testfairness und der wahre Wert. Dann, diese Lesegeschichte haben Sie ja gerade schon gesehen, dass er also äußerste Mühe hat, den Text hier in Ruhe und sinnerfüllend zu lesen. Interessant fand ich das hier. Bei dem Cookie-Safe-Picture, das ist nur hier leicht geändert auf Kekse. Und die Points of Interest, also praktisch hier diese Szenerie. Und diese Szenerie sollte ja vom Patienten erkannt werden. Und man sieht, er hat ganz viele Fixationen. Das sind also fast 1000, also hier weit über 900, 930, also weit über 900 Fixationen, um dieses Bild zu erhaschen. Und er hat es immer noch nicht erfasst. Hier links sieht man dieses kleine Mädchen und wenn man mal das Video dazu nimmt, ja, sieht man, wie es also erstmal natürlich den rechten Bereich exploriert wird. Es bleibt lange Zeit, dann geht es kurz hier auf den Jungen, der wird im Gesicht fixiert. Kekse wird auch genannt vom Patienten, dann springt es aber wieder rüber. Das heißt, der Sinn des Sohnes, des Jungens wird überhaupt nicht erfasst. Wird kurz hier hingeguckt, da wird aber nicht gesagt, oh je, der stürzt gleich. Sieht man auch, das ist nur eine kurze Fixation, dann wieder übersprungsweise. Man sieht, der Patient bewegt sich nur hier im mittleren Raum, aber der Blick nach ganz links funktioniert nicht. Bis gleich, das wird man gleich sehen, auf eine einzige Fixation hier nämlich. Ne? Eigentlich sollte man ja sehen, oh, da ist ja noch jemand. Aber ich hatte nachgefragt, Mensch, wie viele Personen sind da? Und dann sagte er, 2, ist da noch jemand? Nein, ich sehe keinen, obwohl er kurz hier einmal hingeguckt hat. Das heißt, der Blick alleine und den Sinn zu erfassen, hat sich in diesem Beispiel hier gezeigt, dass das noch nicht sofort gegeben ist und dass also beim Patienten in der Therapie noch ganz, ganz viel zu leisten ist, damit einfach die normale Orientierung im Raum gewährleistet ist, Lesen, Freizeitbeschäftigung und überhaupt eine Teilhabe an irgendeinem sozialen Leben im häuslichen Umfeld, dass da einfach noch ganz, ganz viel Bedarf ist und der Patient besser schien, als er nachher tatsächlich war. Die Angehörige, also die Mutter in dem Fall, hat es sofort erkannt an dem Bild. Ja. Und das Gleiche ist auch, wenn man das hier nimmt, mit ganz normaler Reacom-Software. Die Aufgabe ist ja hier, wenn der Kreis sich entweder so oder von rechts nach links kommend über diese Motive bewegt, soll man dann entsprechend eine Taste drücken. Und das Video sieht dazu so aus. Das ist derselbe Neglect-Patient. Na, man sieht hier, der Kreis bewegt sich von links nach rechts, aber der Patient kann mit diesem bewegenden Kreis noch überhaupt nichts anfangen, weil er einfach hier auf der rechten Seite sich noch bewegt und dann die Reaktion, die möglicherweise sogar richtig sein kann, ist dann reiner Zufall
hat aber mit einer sinnvollen Aufgabenlösung überhaupt nichts zu tun. Na, man sieht, der Patient ist trotz Aufforderung von mir überhaupt nicht in den linken Bereich gekommen, sondern er hat praktisch hier rechts im rechten Bereich verhaftet. Und als Grafik, man kann das ja über diese Gaze Viewer Software mit einem Mausklick relativ leicht rausgeben, sieht man dann auf einen Blick. Das funktioniert noch nicht gut. Wir haben es dann einfach in den Verlängerungseintrag eingefügt und man sieht auf einen Blick, okay, das braucht noch einfach Bedarf und man versteht es sofort auf einen Blick und braucht nicht so viele Worte. Wie heißt es schön? Sie handeln. Also, wenn man das zusammenfasst, Eye-Tracking bietet eine Einbettung in ein biopsychosoziales Krankheitsmodell, das heißt, dieses subjektive Modell ist ganz wesentlich. Es ist völlig unkompliziert mit normalen etablierten Therapiematerialien zu kombinieren. Das heißt, das, was alle in der Klinik sowieso benutzen und verfügen, kann man mit Eye-Tracking unkompliziert verbinden. Man muss die Welt dazu nicht neu erfinden, man braucht nichts Neues dazu holen. Und die Zeit, die man sozusagen beim Verständnis spart, einfach ein Blick, ein Treffer, sagt mehr wie 1000 Worte, ist natürlich insgesamt mehr Zeit für Therapie oder auch ein sicheres Verständnis für die Situation oder auch die Therapiestrategie beim Patienten, beim Behandler, bei Teamkollegen natürlich, beim Stationsarzt und natürlich auch beim Angehörigen oder auch beim Kostenträger zu erwarten. Ne, haben wir bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, einen Blick und die Sache war relativ schnell klar. Oder auch man kann per E-Mail, wenn der Patient sein Einverständnis gibt, natürlich auch die Videodatei mitschicken, wo praktisch dieser kleine Ausschnitt beschrieben ist. Man muss nicht die ganze Datei nehmen, sondern kann über den Gaze Viewer auch wenige Sekunden die relevanten Abschnitte rausschneiden und dann praktisch mit 3-4 Mausklicks das Ganze als E-Mail-Anhang verbinden. Ist besonders, wenn Kinder, Angehörige nicht in der Region sind, nicht vor Ort sind, sondern weiter weg sind, hat sich einfach gleich gezeigt, was ist da eigentlich los. Man schickt dieses kleine Video von vielleicht 10 Sekunden, 15 Sekunden, das ist noch nicht mal ein Megabyte und schon hat man die eigentlich recht gut auf die Situation eingestimmt. Das heißt, die Verständigungszeit, die Abstimmungszeit ist nicht nur im Therapieteam, sondern auch mit allen Beteiligten verkürzt. Und wenn der Patient diese Sachen, also so weit ist, dass er mit den Sachen konfrontiert werden kann, kann natürlich auch der Lerntransfer in den Alltag beschleunigt werden, weil alle dann wissen, wo die Probleme tatsächlich noch sind. Okay, das war der Bereich jetzt zum Neglect-Patienten. Ich wollte Zeit noch kurz nutzen, um auf andere Möglichkeiten hinzuweisen. Das ist einmal die sozialmedizinische Beurteilung, mit der vielleicht einige in der Klinik... ich hatte gerade ein Echo drin. Also das ist die interne Belastungserprobung, die im Haus durchgeführt wird. Das heißt, es wird geprüft, ob ein Patient mindestens 3 Stunden belastbar ist, irgendwie sinnvolle Tätigkeiten zu tun. Und das haben wir mal für eine Patientin, die noch Sprachstörungen hatte, am Beispiel hier des beruflichen Unterprogramms dargestellt. Das heißt, die Aufgabe war, kann die Patientin sinnvoll A- und B-Vergleiche durchführen. Die Aufgabe war, dass sie aus Beratungsformularen relevante Zellen in eine Excel-Tabelle überträgt. Das heißt, sie muss gezielt die Information abgreifen und sie gezielt irgendwo anders einsortieren. Und das war jetzt hier beispielsweise nach Absprache mit dem Vorgesetzten, haben wir das versucht zu operationalisieren mit REACOM, diesem beruflichen Modul, Bestellungen links mit Rechnungen rechts zu vergleichen. Und man sieht, die Suchbewegungen gehen typischerweise in die Links-Rechts-Bewegung rein, so wie das auch gefordert war, wenn man im nächsten Bild sieht. Ne? Also hier wird praktisch diese Adresse mit dem Absender verglichen und hier sollen Bestellmengen oder Artikelnummern mit der Rechnung rechts immer wieder verglichen werden. Und das macht die Patientin auch gut. Das heißt, die relevanten Bereiche stellt sie jeweils bei der Suche gegenüber. Ne? Auch hier jeweils gegenüber. Auch hier gegenüber, also durchweg. Das funktioniert sehr gut. Und man sieht es vielleicht als Video auch. Ja. So, da sieht man schön der Reihe nach regelmäßig, wie das funktioniert. Ich hatte dieses Video dem Vorgesetzten per E-Mail mit Einverständnis der Patientin zugesandt.
Und er sagte, ja, das ist es. Und aufgrund dessen haben wir dann die ganzen Prozeduren für die Arbeitserprobung sehr stark verkürzen können. Das war also relativ einfach und mit hoher, wie sagt man so schön, ökologischer Validität. Ja, sieht man hier exakt. Und so dass das dann auch noch in einem Zeitschriftenartikel in der Deutschen Rentenversicherung mündete, dass also eine Patientin, die also nach Schlaganfall kaum sprechen kann, aber doch noch relativ gut ihrer gewohnten Tätigkeit nachgehen kann. Sonst hätte sie erfolglos zu Hause gelassen. Und ein letztes möchte ich noch ansprechen, oder ein zweitletztes, Entschuldigung. Das ist bei der Hilfsmittelverordnung, wenn man praktisch gucken will, jemand, der schlecht sich sprachlich ausdrücken kann, aber das Verständnis für die anderen Dinge recht gut erhalten ist, dass man einfach kurz mit Eye-Tracking abbilden kann. Wenn man zum Beispiel sagt, bitte sehen Sie mal auf das Käsestück oder sehen Sie mal auf den Apfel oder auf das Hähnchen hier, wir haben ja Mittagszeit gerade, bitte sehen Sie da einmal drauf und ob der Blick dann sofort auf dieses entsprechende Bild fokussiert wird. Und das kann man als Argumentation nehmen, zum Beispiel bei der Hilfsmittelverordnung, ob der Patient aus neuropsychologischer Sicht in der Lage ist, zum Beispiel die kognitiven Voraussetzungen für die Anbahnung von dem Hilfsmittel, was dann später näher bestimmt werden kann, auch tatsächlich zu bewerkstelligen, ob er dazu in der Lage ist. Und ein letztes Bild ist dieses hier. Das ist entstanden aus einer Malingering-Prüfung. Das heißt, ob der Patient absichtlich bei einer Testung, es war eine Gutachtensituation, ob er absichtlich verfälscht oder ob er sich Mühe gibt. Und hier ist der sogenannte DMS 48, das ist Freeware-Test. Die Adresse können wir auch im Nachgang nachher in der Dropbox angeben. Sozusagen, er muss vorher 48 Bilder ansehen und nachher aus einer Auswahl von 2x48 Bildern jeweils paarweise aussuchen. Und hier hätte der Patient ja jeweils Gelegenheit gehabt, umherzuschweifen, abzuschweifen, alles Mögliche zu tun. Hat er aber nicht gemacht. Er hat durchweg hier das Motiv fixiert und nachher bei der Auswahl links versus rechts hat er auch ganz genau die Paare jeweils beobachtet und nicht irgendwo anders hinfixiert. Das heißt, der Umkehrschluss wäre, der Patient hat hier sehr sorgfältig und sehr zielgerichtet gearbeitet, aber keine irgendwelchen völlig unnötigen oder abweichenden Suchbewegungen gemacht. Das heißt, er hat sich tatsächlich Mühe gegeben und auf die Aufgabe konzentriert. Ja. Ich hatte es hier noch gesagt. Im Lehrbuch steht beispielsweise auch zu Qualitätskriterien drei Dinge, Struktur, Prozess und Ergebnisqualität. Ja, Strukturqualität natürlich, wenn man Eye-Tracking zur Ausstattung zählt, würde man die Strukturqualität erhöhen. Prozessqualität, ich kann also den Therapieprozess selber ganz anders untermauern. Und die Ergebnisqualität ist dann, insbesondere wenn ich die Angehörige und auch den Patienten durch subjektives Modell erreiche, ist natürlich auch meine Ergebnisqualität mit hoher Wahrscheinlichkeit besser. Ja, wenn ich brauche, wie hier dargestellt im Buch von Palowski im Kapitel, dass also die Prognose bei fehlendem Problembewusstsein einfach nicht sehr günstig ist. Ja. So. Heißt also insgesamt, welche Vorteile habe ich für die praktische Arbeit? Ich erhöhe das Aufmerksamkeitslevel, indem ich einfach Video und Ton und so weiter nochmal zur Verfügung stelle, mit dem Patienten zigmal in Ruhe durchsehen und auch anhalten kann. Ja. Und ich kann ihm Hoffnung machen für, also berechtigte Hoffnung, muss natürlich als Therapeut aufpassen, für kurz-, mittel- oder auch langfristige Zielerreichungen. Ja. Er kann lernen, Defizitsyndrome in das eigene Selbstkonzept zu integrieren, beziehungsweise wenn er den Therapieerfolg wahrnimmt, auch praktisch Vorher-Nachher-Vergleich intern mit sich macht und dadurch natürlich auch Kompetenz und Selbstwirksamkeit erleben kann. Wir haben noch verschiedene andere Sachen dargestellt, die möchte ich Ihnen aber jetzt nicht vorlesen, die können Sie nachher ganz in Ruhe bei den verschiedenen Argumentationen durchlesen. Ja, dann sehe ich, haben wir gleich 1 Uhr. Ich danke sehr und ja, wünsche einen schönen Tag. Okay, danke dir auch, Wolfgang. Es sind jetzt ein paar Fragen aufgekommen während des Vortrages als solches. Ich übertrage jetzt meinen Bildschirm wieder. Und zwar geht es eben darum, eine Frage kam auf, ob es Erfahrung zur Kalibrierung bei Kleinkindern und Kindern gibt und ob diese Kalibrierung mit den blauen Punkten oder blauen Kreisen, ob das im Prinzip auch funktioniert und ab welchem Alter man das einsetzen kann. Um das am besten zu erklären,
gehe ich mal in den Einstellungsbereich der Software. Hier haben wir ja zwei verschiedene Arten der Kalibrierung. Die genaue, das war die mit den blauen Punkten, und die einfache Kalibrierung. Als Info am Rande, das jüngste Kind, was ich selbst mal von einem Eye-Tracker hatte, war 18 Monate alt. Dabei ging es dann natürlich nicht um gezielte Blickbewegungen oder irgendwelche Interaktionen, sondern da war es letzten Endes wirklich einfach die Darstellung des Blickverhaltens auf dem Computer, wenn man ihm was zeigt auf dem Computerbildschirm, ob das Kind da überhaupt hinblickt. Bei der Kalibrierung, wenn man jetzt bei jemanden hat, wo man eben sagt, diese blaue Kalibrierung mit den blauen Punkten, wo man die Punkte automatisch anguckt, läuft nicht. Habe ich die Möglichkeit, in dem einfachen Kalibrierungsmodus eben auszuwählen, zum Beispiel 1, 2, 5 oder 9 Punkte. Ich lasse es jetzt mal auf 2 und als Stimulus, um das Ganze zu zeigen, komme ich hier am Computer, wenn ich einen Stimulus auswähle, auch auf verschiedene Videosequenzen und dergleichen. Das heißt, ich lege jetzt einmal einen Stimulus fest, schließe das und starte jetzt eine neue Kalibrierung. Das heißt, die Kalibrierung startet. Hier haben wir jetzt wieder die Augen, die jetzt kommen. Man hört hier einen Stimulus und somit hat man eben die Möglichkeit, vielleicht auch bei kleinen Kindern eine Kalibrierung durchzuführen, um die Aufmerksamkeit eben zu erregen, was vielleicht durch blaue Punkte nicht möglich wäre. Aber von dem her, ab einem Alter, wie gesagt, 18 Monate war eben die eigene Erfahrung. Letzten Endes ist es natürlich wichtig, dass auch ein gewisses Verständnis vorhanden ist, auf den Computerbildschirm zu blicken oder auch ein Interesse erzeugt werden kann. Und ganz häufig in unserer Arbeit ist es auch stark von dem kognitiven Level abhängig. Ein kleines Mädchen mit einer schwachen Kognition, zum Beispiel ein Mädchen mit Rett-Syndrom, da kommt man mit der Kalibrierung mit den blauen Punkten wahrscheinlich nicht sonderlich weit. Wenn ich hier dann ein Bild der Mutter oder des Lieblingskuscheltieres oder dergleichen bei der Kalibrierung ablaufen lasse, dann ist die Chance einfach größer, um auch hier eine Kalibrierung zu erreichen. Aber im Prinzip gibt es eben auch hier verschiedene Möglichkeiten, um Dinge auch entsprechend anpassen zu können. Eine weitere Frage kam auf zum Thema Kosten für die neuropsychologische Praxis. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Eye-Tracking-Module. Eines ist gedacht für Bildschirme bis zur Bildschirmdiagonale von 19 oder Bildschirmgröße von 19 Zoll. Das heißt klassischerweise zum Beispiel am Laptop. Und der zweite Eye-Tracker ist gedacht für Bildschirme bis 27 Zoll. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Reha-Com-Arbeitsplatz habe mit dem Pult, da sind die Bildschirme ja größer als 19 Zoll, dann ist es in der Regel wirklich die 19 Zoll-Variante. Und die liegt preislich inklusive GazeView, also inklusive der Software für die Ausstattung an 3 Arbeitsplätzen, mit einem Eye-Tracker bei knapp 1500 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und die Variante des Eye-Trackers bis 19 Zoll liegt bei etwa 1300 Euro. Auch hier inklusive der Blickanalyse-Software, die Einstellungssoftware, wo wir gerade hier noch im Einstellungsbereich sind, die ist dort auch mit dabei. Und das Ganze wird im deutschen Markt von der Firma Hasomit angeboten, auch im Zusammenhang natürlich mit der Nutzung von RehaCom. Aber auch die Firma Psytest bietet das System an, hier dann natürlich in erster Linie, wenn auch im Zusammenhang mit der TAP. Das heißt, wenn Fragen sind, auch Interesse besteht an Angebot, dann bitte an entweder, wie gesagt, Hasomit oder auch an den Bruno Fimm wenden. Die nächste Frage, das ist was für dich, Wolfgang, da kam die Frage auf zur Evaluation des Therapieerfolges. Kann man eine Aussage machen, wenn der Patient im Vergleich vor der Therapie zum Beispiel visuelle Exploration weniger Fixationen oder weniger Sakkaden macht? Fragezeichen. Wenn er vorher weniger Sakkaden macht, ja. Na gut, im Vergleich vor der Therapie zum Beispiel dann weniger Fixationen und weniger Sakkaden macht. Ja, würde ich sagen, okay, es kommt darauf an, wie es operationalisiert ist. Wenn es um Lesen geht oder gezielte Blickbewegungen, würde ich sagen, das ist ein sehr guter Therapieerfolg, weil man will ja, dass man, siehe bei diesem Beispiel, 1, 2, 3, 4 auf dem Bildschirm. Wenn ich also sage, ich möchte gerne auf den Punkt rechts oben, erwarte ich, dass der Patient dahin sieht und er tut es auch sofort, dann habe ich natürlich wenig Sakkaden, ich habe nur eine Fixation, das ist perfekt.
Also genauso will man es ja. Wenn man so will, eine Punktlandung. Wenn ich jetzt eine chaotische Streuung habe um den Punkt herum, heißt ja, irgendwas stimmt mit den Augenmuskeln nicht. Oder die Fixation ist nicht in Ordnung. Oder er hat überhaupt kein Verständnis von der Situation. Ne? Also insofern würde ich sagen, der Therapieerfolg, wenn ich es richtig verstanden habe, von anfangs chaotisch oder fluktuierend, kreuz und quer, später nachhin perfekte Punktlandung, würde ich sagen, wunderbarer Erfolg. Man muss dann vielleicht noch kurz mit Buchstaben, also sprich mit Text im Brief erwähnen, was gemeint ist, dass der andere auch das nachvollziehen kann. Okay. Ja, ich hoffe, also das wäre mein Vorschlag. Ja. Ja, ich denke damit, oder ich hoffe, dass die Frage dafür beantwortet ist. Dann kam auch noch die Frage auf, ob man denn an die Daten im Hinblick auch auf Fixationszeit kommt und dergleichen. Wie angesprochen, GazeView als solches ermöglicht die Darstellung in Form von Videosequenzen mit Hilfe von den Hitzekarten und den Blickverlaufsfaden, also diesen grünen Punkten und den blauen Punkten. Ich komme nicht an Absolutdaten ran. Das heißt, ich bekomme keine Dimensionen der Sakkadensprünge oder Fixationszeiten. Wenn so ein System gewünscht ist, dann gibt es eben Lösungen bei den Kollegen in der Abteilung Tobi Pro, die sich mit Forschung beschäftigen. Das sind aber, muss man dazu sagen, häufig Systeme, die eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, die dann wirklich eher im Zusammenhang auch seitens der Kosten wirklich eher für klinische Forschungsvorhaben sind. Also da ist man ruckzuck in der Größenordnung von 20 bis 30 Mal höher als im Vergleich der Systeme, die wir hier haben. Und was man dazu sagen kann, ist aber, das jetzige System, also so wie vorgestellt mit dem GazeView, also im niederpreisigen Bereich, ist für Frühreha-Patienten natürlich geeignet, weil Frühreha-Patienten haben ja nicht Fixationszeiten, die im Millisekundenbereich liegen, sondern die explorieren ja manchmal 3, 4, 5 Sekunden im linken Bereich, um dann zu gucken, gibt's überhaupt. Na? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Bereich bin von mehr als 1, 2, 3 Sekunden, dann kann ich natürlich über die GazeView-Anzeige oben, über die Zeitskala, kann ich recht gut sehen, zum Beispiel heute am 29.05. und beispielsweise in 4 Wochen am 29.06., wenn ich die Aufgabe nochmal wiederhole. Ne? Dann kann ich ja kurz die entsprechende Szene rausschneiden oder mir notieren und sagen, also die Fixationszeit oder die Suchzeit, ne, machen wir es so, die Suchzeit in das linke Feld war am Anfang noch sehr, sehr lang und ist dann jetzt in 4 Wochen schon etwas kürzer geworden. Mhm. Ne? Das könnte die jetzige Lösung schon leisten. Aber natürlich im kurzfristigen Bereich, im Millisekundenbereich ist die Technik überfordert. Okay, gut. Ja. Nächste Frage zu den Preisen auch nochmal. Sie sehen hier am Computerbildschirm jetzt einmal den PCI Mini. Das ist ein Eye-Tracker, der etwa die Größe von einem Stift hat. Das ist die Variante, die bis 19 Zoll funktioniert. Ab Windows 7 in der USB 2 Anschlussversion, also es wird einfach über einen USB 2 an Computer angeschlossen, liegt mit Mehrwertsteuer und Lieferkosten bei etwa 1300 Euro. Die zweite Variante, das ist der PCI Plus, den wir hier unten an dem Bildschirm sehen. Das ist der Eye-Tracker, der bis 27 Zoll Bildschirmdiagonale funktioniert. Anschluss erfolgt auch hier über USB 2, auch ab Windows 7, allerdings bei dem PCI Plus in der 64-Bit-Variante des Betriebssystems. Und der liegt inklusive Mehrwertsteuer bei ca. 1500 Euro. Wenn ich jetzt einen Eye-Tracker möchte, den ich an meinem großen Bildschirm, aber auch am Laptop nehmen kann, so ist der PCI Plus, also diese Variante, eben auch für den Laptop geeignet. Denn in der Regel kann man sagen, ab etwa 10 Zoll kann man eigentlich mit Eye-Tracking wirklich gut mit den Geräten arbeiten. Das heißt, an einem normalen Laptop kann ich den PCI Plus hier verwenden und den hänge ich dann einfach auch an den größeren Bildschirm. Anschluss erfolgt hier, indem ich am Computerbildschirm so einen kleinen Metallklebestreifen befestige und auf der Rückseite des Eye-Trackers befindet sich ein Magnet mit einer entsprechenden formgenauen Fräsung, dass ich eben den Eye-Tracker dann einfach an diese am Computer befindliche Metallplatte klicken kann. Genau, das war die nächste Frage. Ich hoffe, die ist dann auch beantwortet. Wenn noch Fragen sein sollten, dann gerne hier in dem Fenster unter Fragen eingeben. Ansonsten als Info nochmal, die Aufzeichnung des Webinars wird Ihnen, ich denke, im Laufe des morgigen Tages per E-Mail zugehen, als in Form von einem Link. Und wenn noch Fragen sein sollten, dann haben Sie eben auch die Möglichkeit, sich auch im Nachgang des Webinars gerne noch an mich zu wenden.
und bei Fragen dann auch praktischerweise gerne, wie gesagt, an die Firma Hasomit oder Psi-Test. Und es scheint so, dass keine Fragen mehr kommen. Von dem her würde ich sagen, vielen, vielen Dank Ihnen allen für die Teilnahme. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Und vielen Dank auch nochmal an Herrn Dr. Kringler für seine fachliche Ausführung. Und dann wünschen wir Ihnen ja einen schönen restlichen Tag und bis hoffentlich bald zu einem neuen Webinar. Dankeschön. Ja, danke auch. Schönen Tag. Tschüss.